Willkommen, liebe Freunde des CNC-Fräsens, zum letzten Teil der Pauli-Mod Niederzugschraubstöcke. In diesem Teil seht ihr die erste Aufspannung, ihr seht danach eine konstruktive Anpassung. Ihr werdet auch noch sehen, wie ich die Spannplatzen hergestellt habe, die finale Aufspannung und letztendlich ein Fazit. Viel Spaß! Ihr seht, dass die Krafteinleitung der Extenderspanner nicht in der Ebene der Anschlagfläche ist. Und das ist natürlich ein konstruktiver Fehler, hätte mir eigentlich nicht passieren dürfen. Aber ich teste jetzt trotzdem erstmal, wie er sich auswirkt, also wenn ich die Extenderspanne anziehe, ob und um wie viel sich der Schraubstock neigt. Der Schraubstock hebt sich um ungefähr 5 Hundertstel und das ist natürlich nicht akzeptabel. Das bedeutet natürlich, dass ich die Extenderspanner tiefer legen muss und dafür muss ich erneut Taschen fräsen. Ich habe bisher schon einige Stahlspäne produziert, aber diesmal hat es sich irgendwie anders angehört und auch die Späne sahen anders aus. Also sie waren nicht blau, sondern waren heller in der Anlauffarbe. Und ich habe erst gar nicht gemerkt, woran es liegt, bis ich dann gesehen habe, dass die Drehzahlregelung, also die Übersteuerung über das Podi, runtergedreht war und die Maschine nicht mit 12.000, sondern nur mit 8.000 Umdrehungen drehte. Damit hat es natürlich auch einen viel größeren FZ gegeben, also von 0,06 mm, aber auch das hat erstaunlich gut funktioniert. Inzwischen hatte ich das Drehzahlpodi auf 100% gestellt und damit wird diese Tasche jetzt wieder, wie vorher auch immer, mit 12.000 Umdrehungen gefräst. Mit den tiefer gelegten Extenderspannern sieht das Ergebnis schon deutlich besser aus. Wenn ich die Schraube leicht bis mittel anziehe, bewegt sich an der Messuhr überhaupt nichts. Wenn ich die Schraube sehr stark anziehe, dann ist es ein knappes Hundertstel, was der Schraubstock sich noch anhebt. Und auch das ist mir zu viel. Da würde ich jetzt doch lieber noch von oben spannen, also mit Spannplatzen, damit wir das Hundertstel auch noch wegbekommen. Die Spannkraft der kleinen Extenderspanner ist extrem hoch. Von Hand bewegt sich da nichts mehr. Ich zeige euch gerade nochmal die Spannklemmen, die ich verwendet habe. Die habe ich bei Hanse Spanntechnik bestellt. Und das sind diese Extenderklemmen mit dem M6-Stäubchen. Und hier unten seht ihr auch die Bestellnummer.
Wenn man etwas runterscrollt, dann findet man auch weitere Informationen. Also das wäre jetzt die Version, die ich habe mit dem M6-Gewinde. Und hier sieht man, die haben eine Spannkraft von 3,6 Kilonewton. Also sagen wir mal ungefähr 3000 Newton. Ich habe zwei davon verwendet. Also hätte ich eine Spannkraft von 6000 Newton. Und die Reibkraft, die dabei entstehen würde, wenn man jetzt mal mit 0,1 rechnen würde, dann wären das ja 600 Kilo mal 0,1, also 60 Kilo ungefähr, die man benötigen würde, um den Schraubstock zu verschieben. Und das ist natürlich deutlich mehr als die Kräfte, die auftreten bei den kleinen Fräsern auf den Hobbyfräsmaschinen. Da liegt man ja meistens deutlich unter 20 Kilo. Die Spannkraft wäre also mehr als ausreichend. Auf der Seite des Herstellers findet man noch mehr Informationen. Also die Webseite wäre mightybit.com. Und hier sieht man auch nochmal die Abmessungen. Die haben es einmal für Inches, aber auch hier unten für metrisches Maß. Und wenn ich jetzt zum Beispiel für meine 50206 eine Zeichnung haben will, dann kann ich mir hier eine Step-Datei runterladen. Hier seht ihr nochmal eine Auflistung der Vorteile dieser Extender-Spannklemmen. Bei dem günstigen Preis und den vielen Möglichkeiten der Aufspannung dürfen eigentlich diese Extender-Spannklemmen in keiner Werkstatt fehlen. Für das Überprüfen des Ergebnisses habe ich die Extender-Spanner nur ganz leicht angezogen. Somit war sichergestellt, dass der Schraubstock sich nicht irgendwie verkantet. Und damit konnte ich jetzt die Messungen durchführen. Der Höhenunterschied der beiden Schraubstöcke hatte ja 44 Tausendstel betragen. Und jetzt mit der Adapterplatte konnte ich es auf ungefähr 2 Tausendstel reduzieren. Und das finde ich ist für eine Hobbymaschine ja wirklich schon super. Mit dem Ergebnis kann ich gut leben. Inzwischen habe ich die Schraubstöcke final aufgespannt, also auch mit Spannbratzen. Bei dem linken Schraubstock habe ich vorne und auch links jeweils 100 Millimeter Folie dazwischen gelegt. Die festen Backen sind somit bis auf wenige Tausendstel zueinander ausgerichtet. Die Senkung in den kleinen Spannbratzen ist für den Schraubenkopf der M8er Schraube. Die Schrägen habe ich einfach im Schraubstock gefräst, ohne ein Programm, also einfach mit der Hand durchgekurbelt. Für die Spannbratzen habe ich noch als Unterlage Aluklötzchen benötigt und auch die habe ich gefertigt. Die kommen dann unter die kleinen Spannbratzen auf der Außenseite. Kommen wir jetzt zum Fazit. Mit dem Ergebnis bin ich eigentlich sehr zufrieden. Also der Höhenunterschied konnte super ausgeglichen werden und auch die beiden festen Backen zueinander. Das hat alles super funktioniert. Es hätte mir vielleicht noch ein bisschen besser gefallen, wenn ich auf die Spannpratzen hätte verzichten können. Und da würde ich vielleicht das nächste Mal so ansetzen, dass ich keine 12 mm Platte genommen hätte, sondern vielleicht eine 17 mm Platte. Die Ausfräsung etwas tiefer gemacht hätte und vielleicht hätte der Schraubstock dann auch beim Anziehen der Extender sich nicht irgendwie aufgebaut, als wäre nicht hochgekommen. Das war jetzt der letzte Teil zu den Paulimod-Schraubstöcken. Geplant ist, dass ich demnächst einige Teile zum Aufbau, zur Konstruktion meiner Eigenbau-Fräsmaschine hier bei YouTube einstelle. Da muss ich aber erstmal schauen, was ich als Bildmaterial da habe, weil es war eigentlich nie geplant, da Filmchen zuzumachen. Ja, das wäre das nächste Projekt und ich bedanke mich jetzt erstmal für heute bei euch fürs Zuschauen und vielleicht sehen wir uns ja dann bei den nächsten Filmchen wieder. Ciao!